So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Die Joelle war nämlich letztens da und die hat letztens bei Karls bestellt. Dadurch kam ich auf den Trichter, vielleicht auch bald bei Karls zu bestellen. Und was das ist, das seht ihr später, wenn ich da bestellt habe und das Päckchen bekomme. Aber Joelle hat auch was Besonderes bestellt, was ich mir nie bestellen möchte. Und das ist das hier. Und was das ist, zeige ich euch jetzt. Das ist sogar extra nochmal eingepackt, auch wenn der Adi da schon dran rumgefressen hat. Wir reißen es einfach mal auf. Wir halten mal die Nase rein. Und es riecht süß. Das ist nämlich ein. Na, kommt ihr drauf, was es ist? Es ist ein Erdbeerbrötchen. Nein! Ein Erdbeerbrötchen. Deswegen ist das. Also sieht aus wie ein Gehirn, ne? Wenn man das so sieht. Nein, es sieht aus wie ein Gehirn. Es ist rosa, rötlich, wie auch immer. Es ist irgendwie weich und fest gleichzeitig. Und es besteht aus Erdbeeren, beziehungsweise sind da Erdbeeren mit reingearbeitet, irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt zurecht macht, wie man das überhaupt isst. Ich möchte das mal in drei Hälften teilen irgendwie. Oder in vier. Wir machen mal vier Hälften raus. Ich schneide das mal hier so ein bisschen zurecht. Oh mein Gott, das sieht einfach aus wie ein Schinken. So, eins, zwei, drei, vier. Das richtig schön gemacht. Guckt euch das an, das Erdbeerbrötchen. Sieht jetzt erst recht aus wie irgendwie ein Hackbraten oder so. Ist innen drin nämlich überall rosa. Junge, das ist noch gar nicht durch. Das ist noch rosa. Und wir haben lange gerätselt, wie man ein Erdbeerbrötchen isst, wie man das zubereitet. Isst man das so, isst man das anders? Wir wissen keine Lösung. Ich habe gesagt, kannst du bestimmt so essen. Dann ging es darum, vielleicht im Backofen warm machen. Dann ging es darum, vielleicht im Wasserbad, also nicht im Wasserbad an sich, aber Hefeklöße oder was das ist, feuchtet man ja auch manchmal an, wenn man die fertig gekauft hat, kurz anfeuchten in die Mikrowelle, dass man die dann essen kann. Wie das hiermit ist, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt erstmal so probieren. Ohne irgendwas dazu. Es ist trocken. Und trotzdem ist es irgendwo süß. Ich glaube, da Butter drauf schmieren oder so, dann hättet ihr schon das optimale Frühstück. Und wir wollen das Trockene jetzt aber erstmal ganz essen. Beziehungsweise, wir können mal gucken, ob der Adi auch was möchte. Ich glaube, das heißt ja. So, ob der es jetzt isst oder nicht, weiß ich nicht. Wenn mir das schon so zu trocken ist, müsste der Adi ja erst recht vertrocknen. Wir möchten als zweites Mal ein so eine Scheibe anfeuchten und in die Mikrowelle legen. Ja? Die dritte werden wir dann mal im Backofen kurz aufwärmen. Und für die vierte, dass das nicht so trocken ist, habe ich ja noch die gute Chili-Marmelade, die wir dazu essen können. Dafür melde ich mich aber gleich zurück. So, ihr seht, auf jeden Fall ist das jetzt hier fertig mit der Welt. Da kommt ordentlich Wasser raus. Deswegen wollen wir das jetzt mal hier herlegen auf den Teller. Ich habe mich jetzt hier für dieses Endstück entschieden. Das machen wir jetzt kurz mal warm, eine Minute, und dann probieren wir das gleich. So, das andere Stück habe ich jetzt schon mal in den Ofen. Das möchte ich dann zum Schluss so probieren mit der Chili-Marmelade. Das hier soll jetzt eigentlich das Stück sein, was in der Mikrowelle warm. Ihr seht, das ist jetzt einfach total zusammengeschmiert und zusammengekrüpfelt. Sieht irgendwie komisch aus. Ist heiß wie Sau. Ist irgendwie weich. Aber Caputo! Caputo! Ich glaube, das ist einfach zu heiß. Ich hätte es nicht so lange machen sollen. Ich habe es nur eine Minute gemacht und es ist trotzdem einfach zu heiß. Adi versucht schon wieder die ganze Zeit hier reinzugreifen. Ich möchte jetzt nur mal probieren, so am Rand, wo das so ein Lappen rumhängt. Nee.
Also ich rate dringend davon ab, das irgendwie nass zu machen oder anzufeuchten und dann zu probieren. Es schmeckt jetzt einfach nur noch nach Matsch. Es hat gar keinen Geschmack mehr. Es sieht total komisch aus. Wie jetzt würdet ihr einen alten Spüllappen essen? Also, das war nicht die beste Idee. Sagen wir es mal so. Gucken wir, ob der Adi immer noch Interesse hat. Adi, es ist frei heiß. Es ist heiß. Ich glaube, der Adi kennt nichts. Ach, jetzt hat er sich verbrannt. Jetzt, ah! Ich sag doch, es ist heiß. Wir gucken mal kurz, wie das ist aus dem Backofen, ja. So, wir stellen das jetzt hier mal aus. Das ist nämlich gerade hier Ober-Unterhitze. Das war 200 Grad. Das war jetzt nur ganz kurz drin. Das sieht aus wie ein Stück Fleisch. Wir nehmen es mal raus. Wir schmeißen das mal dahin. Das ist ultra fest und trocken. Das ist irgendwie weicher, warm und knusprig. Deswegen setzen wir uns jetzt hier hin. Muss ich mal hier dieses Kabel wieder anschließen, damit das noch ein bisschen die Kamera stabil hält und lädt. Irgendwie lädt das aber nur, wenn die Kamera gerade nicht aufnimmt. Wollen wir doch mal das probieren, was im Ofen gemacht wurde. Das ist ziemlich knusprig, muss man sagen. Hier spreiselt alles weg. Oha, da macht sich im Nachhinein so ein richtiger warmer Erdbeergeschmack im Rachen breit. Vielleicht war das auch nur Zufall. Ich glaube, wenn ihr das so macht mit Butter drauf oder irgendwas anderem noch dazu, mit Pflaumenmus vor allem, ist das bis jetzt die beste Alternative. Esst es nicht trocken, esst es nicht anders. Wir haben trotzdem jetzt hier unsere Chili-Marmelade. Die wollen wir jetzt auch noch testen im Zusammenhang mit dem Erdbeermarmeladenbrötchen. Mit dem Erdbeerbrötchen. Das heißt auch hier, wir nehmen uns wieder eine Fuhre. Wir nehmen das, was einfach nur so normal rumliegt, was nicht im Ofen war. Wir probieren mal, wie das hier drauf ist. Ist eigentlich ganz gängig, würde ich sagen. Aber das zeigt erst recht, esst es einfach nicht trocken. Esst es nicht trocken, esst halt wirklich was dazu. Macht euch halt Erdbeermarmelade drauf. Seid vernünftig, nehmt das Erdbeerbrötchen so als Gag und macht euch trotzdem Erdbeermarmelade drauf. Jetzt haben wir hier wieder das Ofenbrötchen. Das war sehr gut gemacht. Jetzt haben wir hier das Ofenbrötchen, das Ofenfleischstück und probieren das nochmal mit der... Ist der eklig. Da fällt ein Stück von der Marmelade auf den Teller und er geht hin und greift einfach mit der ganzen Pfote rein und wühlt da drin rum. Jetzt hängt hier alles auf dem Schrank und dann sind auch noch Haare dran von seiner Pfote. Das hast du aber schön gemacht. Also ich finde, wenn ihr was dazu esst, geht auf jeden Fall beides. Dann könnt ihr das einfach so essen, wie es ist. Oder wenn es im Ofen ein bisschen warm gemacht ist. Funktioniert beides, kann man beides essen. Aber macht es nicht in der Mikrowelle warm. Nehmt kein Wasserbad. Vergesst einfach alles, was ich hier gesagt habe. Das war's dann im Prinzip schon von meiner Seite aus. Das fällt einfach alles auseinander. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Erdbeerbrötchen Ramses.